Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Xenoblade. In der letzten Folge sind wir auf der Kniescheibe des Bayonnes angekommen und haben hier nun eine große Ebene. Naja, was heißt große Ebene? Aber wir haben hier ein bisschen was zum Erkunden. Wir sagen, glaube ich, irgendwo einen Gegner. Ah, da oben. Right. Let's do this. Leave it to Ryan. Na, ich hätte ihn vielleicht anlocken sollen. Kann man nämlich so ein kleines Steinchen werfen. Hey. Dann kommen die Viecher angeflogen bzw. gelaufen. Hier kann man auch höher fliegende Gegner, die man mit dem normalen Autoangriff nicht treffen würde. Kann man dann zu einem ranholen. Kann man halt hier unten auswählen. Anlocken, Gegner aus der Entfernung anlocken. Dann können wir auch gleich den Kampf starten. Ein Wetterschmetter. Now it's right time. How good are we? Yeah, this is a good pace. Alright, we can do it. We've almost got them. Wegen dem brauchen wir ja nicht mehr irgendwelche Spezialtechniken. Was haben wir hier? Now it's right time. Jetzt schwanken und von der Seite Langsamkeit. Kann man Gegner also auch noch verlangsamen. Können wir mal schauen. Techniken. Treffer von der Seite langsam. 5 Sekunden. Das ist doch gut. Aber wir wollen jetzt hier lang. Ist ruhig so ohne Musik. Oh. Items für zukünftige Missionen sammeln. Wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammel-Item findest, informiert dich bisweilen eine Vision darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen wirst. Items, die in zukünftigen Missionen gebraucht werden, sollten nicht verkauft werden. Und sie werden halt auch beim Händler angezeigt. Damit haben wir die zwei Durchmandel. Wir sollten sie schnell abfangen. Na, wenn du meinst. So, und da ist irgendwas mit Zeit. Hey Ryan, hier ist etwas. Sag mal, Schulk, wofür hältst du das hier? Ich weiß es nicht. Alles klar, ich stupse es einfach mal an und schau, was passiert. Moment mal. Wir wissen doch gar nicht, was das ist. Es könnte gefährlich sein. Daran kann ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Ein Teleporter. Noppon Erzweiser. Sowas ähnliches gab es im zweiten Teil schon. Eine seltsame Kraft stößt mich zurück. Ja, das ist halt. Damit man hier nicht langläuft. Weiter geht's runter. Was können wir denn hier? Erzweiser wartet. Erzweiser hat mit grenzenloser Mächtigkeit Eintreffen von Freunden vorausgewahrsagt. Hat auch vorausgewahrsagt, dass Freunde Fragen stellen. Was für Ort? Wer bist du? Stimmt oder stimmt nicht? Nun, Ort ist wie Bayonnes, aber nicht. Nee, aber ist nicht. Erscheint bekannt, aber doch fremd. Ort verknüpft vergangene Zukünfte. Und Erzweiser ist großer Noppon, hat endlos trainiert in Räumen und Zeiten und ist jetzt Erzweisigster aller Erzweisen. Ja, die Noppon sprechen so. Da Freunde hier sind, kann nur bedeuten, Freunde wollen Schüler werden. Kein Weggelaufen. Wenn Freunde Herausforderungen mit erfolgreichem Gelingen bewältigen, gibt Erzweiser auch keine Belohnung. Gut für Freunde, dass Erzweiser jegliche Gier transzendiert hat.
würde sich sonst nie von wertvollem Zeugs trennen. Wir werden die Schüler sein. Alles geschieht, wie Noppern Erzweiser vorausgewahrsagt hat. Ach ja, wenn Freunde neue Schüler werden wollende Freunde finden, dann gerne mitbringen. Erzweiser bereitet gerne neue Herausforderungen und Belohnungen vor. Was wollen Freunde heute anstellen? Sprich mit dem Noppern Erzweiser und Knopf auf die Option Tempo-Herausforderung und Tauschhandel zu erhalten. In Tempo-Herausforderung kannst du Noppern-Kristalle erhalten, die du im Tauschhandel gegen Items eintauschen kannst. Je weiter du im Spiel voranschreitest, desto mehr Tempo-Herausforderungen und tauschbare Items werden freigeschaltet. Entdeckst du ein neues Portal, kann ein näherer Blick darauf sicher nicht schaden. Was können wir denn bekommen? Rüstungen. Und Kristalle. Oh, sind 10.000 für Stacheln 1. Wut. Heilungen und Attacken steigern gegnerische Wut um 2%. 27.000, was ist das teuerste? Also hier können wir auf jeden Fall gut Punkte lassen. Please to return with fuller purse. Tritt mit frei wählbaren Gruppenmitgliedern zum Kampf an oder Kämpfe werden mit vorausgewählten Truppenmitgliedern ausgefochten. Stufe 20. Das können wir also erst einmal vergessen. Und eingeschränkt. 3 Wellen, Stufe 20. Okay. Archstage not going anywhere. Also, das ist noch nichts für uns. Da. Jetzt ist halt die Frage: Denkt das Spiel, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich Level 20 wäre? Weil, wenn ja, müssten die Hase jetzt dort auch um Level 20 sein. Die sind Level 11. Nee. Wir sind aber erstmal am Beinpass. Und jetzt am Regina-Kamm. Ich frage mich noch, warum hier keine Musik spielt. Musik ist an. Naja, wer weiß. Da vorne sind Leute. Kann ich nicht anvisieren, das ist gut. Hier ein Händler. Ja, verkaufen. Ich hab ja. Kann mal. Wie kann ich ihn hier sortieren? Mit Y? Da. Wert. Ja, gerade das Ding ausgerüstet, also kann das hier weg. Knochenhammer, ach komm, auch wenn es einen Sockel drin hat. Ich weiß nicht mal, ob ich den Edelstein jetzt rausbekomme. Alles, was gerade nicht ausgerüstet ist, kann weg.
wenn ich das Kriegsplan-Zeug gerne benutzt hätte, aber wir haben aktuell keine Möglichkeit, leere Sachen anzulegen. Mal links halten. So. Die werde ich unter keinen Umständen verkaufen, weil wir haben 450 Slots dafür. Kristalle und sowas, den Scheiß hier, den behalten wir alles. Was hast du im Angebot? Was ich jetzt irgendwie vergleichen können. Obwohl es eigentlich nicht sinnvoll ist, sowas zu kaufen, weil wir finden genug. So, was hast denn du? Oha, Reisende. Wie unerwartet. Ihr scheint zähe Burschen zu sein. Könntet ihr uns helfen, ein paar Beinardons auszumerzen? Sie greifen uns andauernd und grundlos an. Ich hasse diese Viecher. Zwei Stück? Kein Problem. Vielen Dank, ich weiß das zu schätzen. Beinardons könnt ihr auf der Gaur-Ebene finden. G'day. Die Gaur-Ebene ist wirklich gigantisch und bietet zahlreichen Spezies Lebensraum. Leider auch solchen, die dich als Ärger bereiten. Besonders schlimm sind diese Schöpferhasis. Kaum schauen wir weg, wüsten sie unser Hab und Gut. Könnt ihr nicht ein paar von ihnen erledigen? Ein Stück. Ich weiß, dass ich mich auch in Zukunft auf euch verlassen kann. Noch einer. Feldponio begegnet. Sie sind ganz schön flink, aber mindestens ebenso aggressiv. Und braven Reisenden setzen diese Ponios ganz schön zu. Könntet ihr sie nicht in ihre Chancen beeilen? Und fünf Stück. Na, ist doch schon besser. War ein paar mehr Gegner hier. Eine Sorge weniger, wenn das kein Grund zur Freude ist. Sag mal. Ich habe ja schon dreimal um etwas gebeten. Nehmt ihr es mir übel, wenn ich es noch ein viertes Mal tue? Könntet ihr von uns ein paar Beinwolfen töten? Ihr ständiges Geheule treibt uns noch in den Wahnsinn. Noch mal drei Stück. Wunderbar, das werden wir euch so schnell nicht vergessen. Ihr könnt Beinwolfen nachts auf der gesamten Ebene finden. Irgendwo muss es sicher auch einen Bau von ihnen geben. Ah, oh, jetzt ist der durch. So, das heißt, ohne heißt ja, die haben wir beendet. Ist ein Fischöck. Also, warum ist das so eingerahmt? Wahrscheinlich, weil es, ich kann nur eine aktiv halten. Schade. Nein. Gehen wir erstmal auf die Ebene des Bein des Bayonnes. Oi, Shulk! Look over there! Smoke. Oh. Maybe someone's got a fire going. Hope they're cooking up something good. It's hardly a good spot for a barbecue. Come on, let's take a look. Feuer in der Wildnis. Hat Vor- und Nachteile. Du hast einen warmen Ort, um das Essen zu bereiten. Auf der anderen Seite wissen dann aber auch Leute um dich herum, wo du bist. Tagsüber durch den Rauch, nachts durch das Licht. Äther-Typen greifen an, sobald Äther eingesetzt wird. Erstmal müsst ihr hier beseitigt werden. Und ums. Und schon sieht man 1600 nach den schon nicht mehr allzu viel. Das ist das Flöte, Mann.
Das ging jetzt aber schnell. Okay. Hätten wir vielleicht doch schon Level 20 haben sollen. Okay, der war Level 14. So wie wir halt auch. Echt, wir müssen vielleicht doch mal ein bisschen mehr gehen. Aber wir können ja erstmal hier hinten nach dem Feuer gucken. Ah, jetzt sieht man auch, wenn ich den angreife, greift die ganze Herde an. Da stehen diese roten Punkte für. Oder sollen wir ja nicht. Wir wollen ja ein bisschen unsere Ruhe haben. Oder falls sie nicht. Mal schauen wir erstmal, was hier los ist. Someone's left a buggy out here. That's strange. Who would just abandon a buggy in this place? Yeah. And it's pretty new. Is it brand new? Not brand new, but it's in very good condition. You wouldn't just abandon it. So, what did happen to the driver? Oh, er wird verfolgt. Und er wird verfolgt werden in dem Fall. There's a boy. He's being attacked by monsters. You saw it happening? Where? I don't know. But it was near some water. Near water? But what made you have a vision all of a sudden? Maybe it was triggered by touching the buggy. Well, we'd better find him. Let's search everywhere around here where there's water. Okay. Klingt nach einem Plan. Das auf jeden Fall. So, wir haben Wasserfall gesehen. Okay, die Karte zeigt uns jetzt halt an. Oh, das Ding. Genau, der Gebiets Barbarossa. Den gibt es auch im zweiten Teil und ihr seht schon Stufe 81 und ein Name. Und er greift bei Sichtkontakt an. Mit dem Vieh will man sich nicht anlegen. We can't lose. Definitiv mehr Erfahrung. Jetzt können wir die Mission hier vergessen. Nein! Und das ist auch definitiv ein Vorteil, an keinem Viecher schon mal den Gemeinschaftsbalken oben zu füllen. Dass wenn man ihn dann mal braucht, dass man dann auch schon einen Balken hat, um das Beteiligte wiederzubeleben und ähnliches. Ja. Das war die vierte Schafbeere. Jetzt wissen wir, wir brauchen vier Stück. Ivan ist sicher schon ungeduldig. Wir sollten sie ihm bringen. Und die Ivan. Noch eine. Der dritte Mottenkriecher.
Als Kinder haben Ryan und ich oft mit dem gespielt. Sich den Kampf anfangen ist eigentlich auch nicht ganz so clever. Fällt nicht so viel aus. Ach, was, die Hälfte von dem, was Ryan hat, an HP. Aber nach dem Kampf regeneriert man zum Glück recht schnell. So, ich greife dich nicht an, weil ihr seid gut geklappt sein. Ey, dich mich angreifen. Nimm den anderen. Gut, da ist das Wasser. Schulk! Over there! You all right, kid? Who are you? That can wait. Go! Get out of here. Leave these guys to us. Okay. Let's do this. Ready when you are. Na dann. Auf in einen Kampf. Problem ist, das sind zwei Berserker-Viecher und die sind auch genau in der Mitte. Ah, wie mir aber mal. Schubst ja. Komm schon, klapp um. Also. Ist das nicht? Ich hab noch Schmetterschlag drauf. Diese Schatten senken. Angriff von hinten, 1-8 rein und fertig. Na, Story-Gegner, die sind natürlich einfach. Okay, it should work now. Great! You saved my skin. My buggy short-circuited. And then there were those monsters and... Well, thanks. I fixed the circuit, but it's out of ether. Change the cylinder and it will be as good as new. I think it's time for the introductions. I'm Ryan. He's Shulk. Pleased to meet you. Oh, hi. I'm Juju. Where are you two heading? If you've got time, you should come back to our camp. Your camp? Yeah. It's not far. How about it? Let's take him up on the offer. I'm surprised there's a Homs camp here. But they might have some information. I suppose. Juju, can you tell us how to get there? Sure. If you go back to the oasis, you should see a tall stone post. Head there first. Then what? There's a small path in the woods next to the stone post. Just follow it down to our camp. Got it. Now, let's make a move. Könnte man die Nacht in einem warmen Bett verbringen? Eventuell. Damit haben wir jetzt einen Gast. Gäste sind halt Leute, die ich nicht in die Kampfgruppe mit reinpacken kann.
ganz ehrlich, ich würde einfach mal sagen. Probieren wir es einfach mal. Oh, er greift an. Vollkraft gibt auf mich. Will mich killen. Ich würde so reingehen. Dem würde es nicht killen. So, ich habe das geändert, weil der Gegner bleibt. Das Vieh hält einiges aus. Noch eine Vision. Wieder ein Vollkraft-Dieb, aber er wird blocken. Da kam das Ebenenvieh und hat mich umgehauen. Na toll. Feinde zu stark. Ja, könnte ich jetzt in gemütlichen Modus schalten. Will ich aber nicht. So schwer ist es ja jetzt auch nicht. Ups. Ich schalte mir mal ganz kurz was nach und dann läuft mein Gegner an. So, komm, kriegen wir hier noch hin. Angriff von hinten, ich sag schon mal 2500 Euro. So, du findest schon mal schön den Fokus auf mich. Dann denke ich mir deine physische Asse, ja? Kommt nochmal ein schöner Schmetterangriff nach hinten. Dann will ich dir noch Schmetter geben. Wunderbar. Und dann mal gleich nochmal eine Rüstung bekommen. Die Bodenrüstung, welche deutlich besser ist. Ist gar nicht. Ja. Ich habe vor physische Abwehr 109, er hat nur 90. Ich bräuchte eigentlich sowas wie ein Wutsenker, dass ich weniger Wut auf mich ziehe. Oder bei ihm halt irgendwas, das er Wut auf sich zieht. Dich. Immer noch an. Abwehr runter, Mutterschlag, fertig.
Das ist wundervoll. Gibt Erfahrung. Nee, keine Erfahrung. Gut, scheiße. It's over. Man, what a bunch of jokers. Schlupferhase ist. Bin irgendwo da hinten. Platz am Jabos-Felsen. Komm ich auf? Wahrscheinlich nicht. Nein. Obwohl, da gibt's Leiter. Nein. Gehen wir entweder dahinter oder wir gehen dahin, wo wir hin wollen. Beziehungsweise sollen. Da ich ja das Ganze noch ein bisschen kenne, ist es besser, wenn wir dahin gehen, wo wir hin sollen. Anfällig für Bodenmacht, das ist dann der nächste Effekt. Angriff kann nicht ausgewichen werden, erlittener kritischer Schaden wird erhöht. Also erst umschmeißen, dann von hinten drauf schnattern. Die Viecher sind aggressiv. Wenn die heulen, kann es sein, dass die Verbündete rufen. Das würde ich nicht gut finden. Dann komm halt her. Die gehen relativ schnell drauf. Dann warum leuchtet? Weil da hier hinten liegt noch eine Kiste. Stimmt, wir hatten ja von den 12 Pferden. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Pferd. Hatten wir ja eins besiegt. Und dann können wir das Riesenvieh ab. Absenken. So wie es sein muss. Und wieder eine Mission. Aber ich sehe gerade, die Folge ist schon wieder zu Ende. Oh, Scheiß. Deswegen würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.